Seit ich 5 bin, entscheide ich selber, was ich anziehe. Und seitdem du 16 bist, ziehst du dich sogar selbst an, ja? Alter, hast du wieder Hunger? Och, Trixi. Du hast mir das T-Shirt selbst verpasst. Rein in die Klamotten, raus aus den Klamotten. Weißt du was, ich gehe jetzt so raus. Mit den Rettungsringen? Was für Rettungsringe? Na, die hier. Da wärst du damals auf der Titanic dabei gewesen. Die Menschen würden heute noch leben. Die wären freiwillig über Bord gesprungen, wenn sie dich da gesehen hätten. Trixi, ich bin eben ein ganz normaler Mensch. Und dafür lieben mich meine Zuschauer. Kaiser, machen wir's kurz. Ja. Ich besorg dir ein neues Outfit und damit basta. Gut, und ich gehe jetzt so raus und du kümmerst dich gefälligst um die Talkgäste, okay? Aufmachen! Hilfe! Hey, Ruhe da drin! Oder ich lass euch nie wieder raus. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Liebe Talkgäste, die Inder sind die Erfinder, die Mongolen haben es gestohlen und Erich Honecker hofft darauf. Ich rede von Reinkarnation oder Wiedergeburt ist mein Thema oder hoppla, da bin ich wieder. Ja, viele Menschen glauben daran, machen sich auf eine Reise in ein früheres Leben. Einer hat sie dabei begleitet. Es ist der weltbekannte Hypnotiseur und Rückversetzer Horst-Heinz Hildebrandt. Ich werde müde, meine Lieder sind schwer, übernehmen Sie. Kleiner Scherz. Das wusste ich. So einfach ist das nun doch wieder nicht. Ach was, ich dachte immer, so ein kleines in die Augen schauen, das reicht. Nein, selbst ein Meister wie ich. Sie werden alle müde. Nicht das Publikum verzaubern. Selbst ein Meister wie ich braucht dazu Hilfsmittel. Ja, verstehe ich richtig. Die Menschen, die Sie hypnotisieren wollen, die müssen auf einen Gegenstand schauen. Auf eine Uhr, ein Pendel oder... Ich benutze dafür eine Hasenscharte. Hasenpfote meinen Sie? Nein, Hasenscharte. Aha. Genau genommen handelt es sich um die Hasenscharte von ehemals David Copperfield. Psst. David Copperfield hat eine Hasenscharte? Jetzt nicht mehr. Tja, also man muss auf diese Hasenscharte schauen und dann fällt man in Trance. Genau. Ja, bin ich mal gespannt, was unser nächster Talkgast dazu sagt. Er ist nämlich der Meinung, Hypnose funktioniert gar nicht. Hier ist Dr. Horfler aus Konstanz am Bodensee. Herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Dr. Richard Horfler und ich glaube nicht an Hypnose. Herr Kaiser! Herr Hildebrandt, Sie sind also in der Lage, mit Hilfe von Hypnose Menschen in ein früheres Leben eintauchen zu lassen. Herr Kaiser! Genau. Erzählen Sie doch mal aus der Praxis. Ich meine, Sie haben doch bestimmt auch vielen Prominenten geholfen, in ein früheres Leben zu kommen, oder? Herr Kaiser! Weiß nicht, ich meine, sind das doch sehr intime Dinge. Was wollen Sie wissen? Naja, ich würde zum Beispiel... Was war Dieter Bohlen früher in seinem Leben? Er war Heiratsschwindler. Aha, und wo? Im Orient Express. Und? Dort ist er auch ums Leben gekommen. Ah, der hat sich eine verheiratete Frau rangemacht. Indirekt. Er wollte ihr ein Ständchen bringen vor dem Abteilfenster. Oh, ein Teufelskreis. Fragen wir doch mal im Publikum. Was waren Sie zum Beispiel früher in Ihrem Leben? Ich weiß nicht, aber ich träume unheimlich oft von so einem kleinen, hässlichen, ja, Mann, der dann immer zu mir sagt, er baut mir eine Autobahn. Aha, interessant. Und ja, was waren Sie in Ihrem früheren Leben? Zunächst glaube ich, dass Sie sehr, sehr gut aussehen. Ah, danke schön. Aber diesen ganzen Rückführungsquatsch, den glaube ich ganz und gar nicht, Herr Kaiser. Aha, Herr Hildebrandt, es gibt also auch Skeptiker. Ach. Würden Sie sich denn hier und heute mal rückversetzen lassen? Nein? Na, nicht?
Also man muss aber dran glauben, sonst funktioniert das auch nicht, ne? Ja, und 50 Mark zahlen. Ah. Kennen Sie sich? Ja. Ja, woher? Ja, wir arbeiten zusammen bei der Deutschen Bahn AG. Ach was? Ja, ja, ich bin Stewardess im IC Franz Hals, Stuttgart, Köln. Mhm. Ah, da kommen Sie sicher viel rum, nicht? Ja, ich war schon mal in Stuttgart und auch schon mal in Köln, aber da bin ich nicht ausgestiegen. Aha. Übrigens, ich finde solche Rückführungen sehr interessant. Ja, hätten Sie Lust, würden Sie es mal probieren wollen? Ich? Ja. Ja, klar. Ja. Und Sie, haben Sie jetzt auch den Mut? Ja. Ja? Schön, das ist toll. Applaus. Ja, bin ich gespannt. Ja, noch eine Frage. Was machen Sie bei der Bahn AG? Ah, Computerzentrale. Ich bin für die Einhaltung der Fahrpläne verantwortlich. Das ist ja hochinteressant. Ja. Ja, das ist ja äußerst spannend. Ja? Da habe ich gleich noch eine Frage dazu. Ja? Wer ist denn noch von der Bahn AG hier? Aha, jetzt kommt richtig Zug in die Sendung. Ja, was machen Sie? Hallo, ich bin ICE-Pilot. Ach, Pilot heißt das jetzt? Nein, ICE-Pilot. Ja. Und ich arbeite auch bei der Bahn. Ich bin Maschinist. Ich sehe gerade, wir haben einen Anrufer. Nee, doch nicht. Ja, ich würde mal die Leute von der Bahn AG nach vorne bitten. Wollen wir mal gucken, ob wir sie heute rückversetzen können. Ja, kommen Sie ruhig nach vorne. Setz dich bitte auf die Stühle. Applaus für die Leute von der Bahn AG. Ja, liebe Talkgäste, dann stellen Sie sich doch mal vor. Wer sind Sie? Also, ich heiße Sie und ich bin EC-Automat. Pilot, Sie wissen schon. Sind Sie denn schon mal rückversetzt worden? Naja, einmal in den Nahverkehr und zweimal in die 9. Klasse. Also, eine ganz normale Beamtenlaufbahn, ja? Also, dürfte ich mal Ihre Bahncard sehen? Ja, wer sind Sie? Ja, also ich bin die Doris, ich bin Wassermann, Aszendent Fische und ich wollte immer schon mal wissen, was ich früher so gemacht habe. Vielleicht war ich ja Schneewittchen oder Kleopatra. Ja, oder Hänsel, Aszendent Gretel. Wer sind Sie? Ich bin die Helga und ich suche noch einen Mann und vielleicht bekomme ich ja bei der Rückführung hier einen ab. Ja, Herr Hildebrand, wäre das grundsätzlich möglich? Im Prinzip schon. Ja. Hallo, und ich bin der... Holger. Woher wissen Sie das? Das ist Erfahrung. Ja, Horst-Heinz Hildebrand, sind Sie bereit für die Rückführung? Selbstverständlich. Sie müssen sich jetzt nur auf das Zahnfleisch konzentrieren. Dann hören Sie nur noch meine Stimme. Ihre Stimme? Und auch die anderen konzentrieren sich jetzt auf die Hasenscharte. Siegfried, du wirst ganz müde. Pöpö. Doris, du wirst ganz müde, deine Augen werden schwer. Deine Hände gleiten deinen Körper entlang. Du denkst voller Begehren an deinen Hypnotiseur, dem du dich gleich willenlos und schmutzig hingeben. Ja, da sprechen wir dann nachher nochmal drüber. Hier meine Karte. Helga, du willst schlafen. Ich will mit dir schlafen. Nein, nur schlafen. Holger. Woher kennen Sie meinen Namen? Erfahrung. Du willst schlafen. Ihr alle schlaft jetzt. Wenn ich jetzt bis drei zähle, seid ihr nicht mehr in eurem bisherigen Leben. Wenn ich jetzt bis drei zähle, seid ihr an einem anderen Ort, in einer anderen Zeit. Doch bevor ich jetzt bis drei zähle, bekomme ich noch 50 Mark. Jetzt! Eins, zwei, drei, ihr seid alle wieder hellwach. Sagt, wo ihr seid und wer ihr seid. Kaiser, wer sind Sie? Ja, ich bin's doch. Der Kaiser. Der Tiberius Box, der Moderator. Hallo, hier ist Rom. 23 Uhr, 18 Minuten und 30 Sekunden. Hier ist Rom. Liebe Zirkusfreunde in der Manege 3, hier ist eure Zirkus Maximus Show. Und wie immer mit vollem Programm. Auf der rechten Seite die Herausforderer, die Gladiatoren. Und wie immer Applaus für die Gladiatoren. Und da auf der linken Ecke, in ihren kleinen Käfigen, wie immer seit 18 Kämpfen ungeschlagen, die Champions, die Löwen! Jetzt bin ich sehr gespannt, wie werden sich die Herausforderer schlagen und wie viel Hunger haben die Champions. Wir werden es erleben! Salve! Ave! Salve! Ave! Ave!
Kalbe. Morgen. Nicht schlecht, Hildebrand. Aber Kaiser hätte nicht mit uns motiviert werden dürfen. Platz für Tiberius Vox, den Moderationskaiser. Warum, bist du auch motiviert? Nein, aber der Kaiser hat gesagt, ich soll sagen... Danke, Sklave. Wir wollen feiern. Öle diese Frau. Machen Sie ihn sofort wieder normal. Gut. Moment. Können Sie ihn so hypnotisieren, dass er das Hemd hier anzieht? Das ist gar kein Problem. TV-Kaiser, du wirst müde und befolgst meine Befehle. Ich befolge deine Befehle. Du ziehst das Hemd an, was dir deine Managerin bringt. Ich ziehe das Hemd an, das mir meine Managerin bringt und lasse sie ans Kreuz schlagen. Der hat ja nicht mehr alle Lorbeeren im Kranz. Vergessen Sie das Hemd. Los, Becken. Ich muss nur Ti sagen, dann ist er wieder in seinem bisherigen Leben. Sage ich aber 1, 2, 3, ist er wieder in Rom. Sagen Sie Ti. Ki. Ja, hallo Trixie. Hey, schickes Hemd übrigens. Hallo, hallo. Der kleine Klaus wird von seinen Eltern besucht. Der war zuletzt vor dem Löwenkäfig. Und mein Kaiser, bitte ins Studio. Trixie, weißt du was? Ich glaube, das mit der Rückführung, ja, das funktioniert wirklich. Was war ich, ein Ritter oder hatte ich einen Titel oder sowas? Na Logo, schlecht gekleidetster Mann des Mittelalters. Hey, mit dem T-Shirt, da war ich der Zeit weit voraus. Mhm. Alles in Ordnung, Hildebrand? Klar. Okay, also wenn die Musik anfängt, einfach bis drei zählen und dann raus. Ja. 1, 2, 3. Raus. Ich komme rum! Hallo! Hallo, liebe Zirkusfreunde, hier ist Rom, hier ist euer Tiberius Vox, der Moderationskaiser. Und hier sind die Herausforderer, die Gladiatoren. Und da kommen die Champions der Show, die Löwen! Wo denn? In meinem Bein! Ja, so kennen wir sie, so lieben wir sie, die Löwen! Ich nicht! Ja, warum sind sie dann Gladiator geworden? Wegen der ganzen Früchte, der vielen Vitamine und natürlich wegen der Extraportion Milch. Also, nein, Kinder, so kann ich wirklich nicht arbeiten. Ich soll hier vor 20.000 Leuten aufgefressen werden. Und ihr redet über Schokolade, wo ich doch gerade meine Diät mache. Da kann sich doch kein Mensch konzentrieren. Oh. Ja, sofort, ich mache ja schon gut. Wenn ich jetzt bis drei zähle, dann seid ihr wieder in der TV-Kaisershow. Aber doch bevor ich bis drei zähle, jetzt! 1, 2, 3. Mensch, was ist denn hier passiert? Es war sicher ergreifend, spannend und einzigartig. Siegfried, Doris, Helga. Holger. Ja, ich weiß. Siegfried, wie fühlen Sie sich denn ganz tief drin? Ich fühle mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Mein Bein tut weh. Oh, mein Arm ist eingeschlafen. Ich spüre eine tiefe innere Lust in mir. Ja, wie kommt's? Ich spüre immer eine tiefe innere Lust in mir. Ah! Horst-Heinz Hildebrand, was ist passiert? Also keiner kann sich erinnern. Sie haben sich Notizen gemacht, lesen Sie doch mal vor. 1 Pfund Zwiebel mit 6 Eier und Claudia anrufen. Das klingt lecker. Dr. Walter. Eine Frage. Sind diese Rückführungen eigentlich gefährlich? Kein Problem. Bitte Ruhe, ja? Ich habe Dr. Walter gefragt. Nun, das kann man nicht verallgemeinern. Aber wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Rückführungen in die Zukunft unter Umständen Schweißfüße ergeben können. Ja. Das liegt am weiten Weg, aber auch natürlich an der langen Strecke und nicht zuletzt an der großen Entfernung. Daraus kann man schließen, dass Gummistiefel als Schuhwerk für Rückführungen sehr ungeeignet sind. Ja, gerade die blauen. Ja, die zum Verarschen. Ja. Also kurz gesagt, Ihr Vater war ein Wandersmann. Richtig, und mir liegt's auch im Blut. Wiedersehen. Wiedersehen. Ein Teufelskreis. Wir alle wollen wissen, wo kommen wir her? Wo geht Dr. Walter hin? Genau. Eine weitere Rückführung könnte alle Fragen beantworten. Ah, sensationell, dieser Mann. Ja, ergreifend, spannend, aber vielleicht auch ein Teufelskreis. Gut, machen wir noch eine weitere Rückführung in die Vergangenheit. Horst-Heinz Hildebrand, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Ja, ich auch. I just called
to say I love you. Ihr werdet nun alle wieder sehr müde. Und schlaft tief ein. Eure Seele verlässt euren Körper und wandert zurück durch die Zeit. Ihr wandert weiter zurück in ein anderes Leben. Fertig. Super. Ich habe auch Gutes getan. Ich habe die Autobahn gebaut. Das ist er! Sei ruhig, Eva. Hol schon mal den Hund. Schnell, Hildebrand, schnell, schnell weiter zurück. Wenn ich jetzt bis drei zähle, seid ihr nicht mehr in diesem Leben, dann seid ihr in einem anderen Leben. Wenn ich jetzt bis drei zähle, seid ihr an einem anderen Ort, in einer anderen Zeit. Doch bevor ich bis drei zähle, jetzt. Eins, zwei, drei. B3. Wasser. H6. Ach Mist, Treffer. Liebe Talk-Freunde, wir fragen uns zu Recht, was geht jetzt im Innern der Beteiligten vor? Hallo, hier spricht TV Kaiser. Wo befinden Sie sich? Auf der unsinkbaren Titanic. Ah, und was machen Sie da? Na, wir spielen. Und was? Schiffe versenken. B4. Ach Mist, schon wieder Treffer. Das ist fantastisch, aber zugleich auch tragisch. Ich muss dich warnen. Hallo, hier ist TV Kaiser. Hört mich jemand? Captain? Ja, was ist denn? Da gibt's was ich Ihnen sagen möchte. Also, Herr Kaiser, ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber verflixt und zugeschissen. Ich habe jetzt keine Zeit für ein Pläuschchen. Ja, glauben Sie mir, das kann ich gut nachempfinden, aber ist nur ein kurzer Hinweis. Nein, spreche ich kyrillisch oder was? Ein Rat. Nein, lass mich doch mal die Ohren entwässern. Ich muss mich konzentrieren. D6. Misstreffer. Dann lassen Sie mich wenigstens eine Frage stellen. Bitte. Dr. Walter, wie lange kann man eigentlich unter Wasser die Luft anhalten? Auf jeden Fall nicht lange genug, um von Neufundland bis New York zu tauchen. Ein Teufelskreis. Nein, so kleine Lungen. Maschinenraum an Brücke. Was treibt ihr da oben eigentlich? Ja, richtig, Horst-Heinz Hildebrand, was treiben die da oben eigentlich? H4. Oh Mann, können wir nicht mal was anderes spielen? Schiffe versenken ist so langweilig. Ja, aber was denn sonst? Maschinenraum an Brücke. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Ruhe, Maschinenraum. So, ist doch eine gute Idee. Ich fange einfach schon mal an. Also, ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das ist weiß. Maschinenraum an Brücke, das ist Eis. Ach, ruhig, Maschinenraum, du spielst doch gar nicht mit. Uff, ey. Brücke am Maschinenraum, was war denn das? Herr Kaiser! Ein tragischer Moment, liebe Talk-Freunde. Herr Kaiser! Decken Sie einen Mann, der möchte das bestimmt auch erleben. Captain, er hat die Maschinen abgestellt. Ich kann das Schiff nicht mehr auf Kurs halten. Wir treiben hilflos auf etwas Großes Weißes zu. Das ist ein Eisberg. Ja, er hat gewonnen. Ich sehe was, was Sie nicht sehen. Ich bin dran. Ich sehe was, was ihr nicht seht und das ist nass. Brücke an Maschinenraum. Sofort den Rückwärtsgang einlegen und passen Sie diesmal auf die Heckspoiler auf, Sie Schmalspurheizer. Nicht in diesem Ton. Ja, Hildebrand, unternehmen Sie was. Sie treiben doch hilflos auf den Eisberg zu. Ja, das muss es gewesen sein. A6. Oh, Hilfe! Ja, Treffer versenkt. Oh. Maschinenraum an Brücke. Wir haben ein großes Loch hier oben. Überall läuft Wasser rein. Hilfe. Ja, was erzählen Sie mir das? Sie ist doch Wassermann. Liebe Talk-Freunde, das ist erschütternd. Die Titanic sinkt und mit ihr die ganze Crew. Wird es Horst-Heinz Hildebrand gelingen, die Crew noch zu retten? Wir werden es erleben und die hoffentlich auch. Ihnen pfeift ihr Schwein hinterher? Ihr Pferd steht auf Leder und Peitsche. Sodomie auf dem Land. Demnächst bei TV Kaiser. Rufen Sie an 0221 956 4780. Nee, also das ja nur wirklich nicht. Kennedy? Ach was, Kaiser hat kein Cabrio. Ach, Trixi, sag mal, was mache ich, wenn der Hildebrand jetzt die Talkcast nicht mehr zurückholen kann? Was soll's, Gott gibt neue. Du brauchst jetzt erstmal ein Hemd. Von denen hier? Sind alle gebraucht. Na und, du bist ja auch nicht mehr neu. Also pass auf, das und das, die kommen nicht mehr in Frage. Nimm irgendeins von denen, ja? Nee, ich geh im Shirt, basta. Seh ich doch gar nicht ein. Nimm das Bunte. Das Bunte, ja, das Bunte. Nimm das. Warum? Das Bunte wird dich reich und glücklich machen. Woher willst du das wissen? Oh, ich war früher mal der Lautsprecher von Jürgen von der Lippe. Ach ja, und in 20 Sekunden beginnt deine Show. Also reich. Und glücklich.
liebe Todfreunde, zunächst möchte ich noch was Allgemeines sagen. Die Kartoffelpreise bleiben wie im ersten Halbjahr im Keller. Ja, Thema heute, Wiedergeburt oder hoppla, da bin ich wieder. Wir sind ausgestiegen, als die Titanic auf einen großen Eisbergsalat lief. Und natürlich möchten wir den langsamen Untergang nicht versäumen. Wir steigen wieder ein. Captain, wir müssen die anderen benachrichtigen. Frauen und Kinder zuerst. Ach, bei den paar Rettungsbooten, die wir haben. Ich finde das ungerecht. Frauen haben doch schon eigene Parkplätze. Wieso jetzt auch noch die Rettungsboote? Wenn der Kaiser jetzt hier wäre, dann hätten wir wenigstens Rettungsringe. Ich fürchte, wir sind alle verloren. Holger, wie fühlen Sie sich? Ganz tief drin, meine ich. Wie ich mich fühle? Mhm. Das Schiff sinkt gerade. Ja. Mein Leben läuft wie ein Film vor mir ab. Mhm. Und wissen Sie was? Er ist in Schwarz-Weiß, ohne Ton. Und die Zuschauer verlangen ihr Geld zurück, wie ich mich fühle. Ja, Holger. Oh Gott. Ja, Holger, Sie müssen jetzt sehr tapfer sein. Sie sterben jetzt. Aber ich kann Ihnen versprechen, Sie werden wiedergeboren als Talkgast vor einem Millionenpublikum. Also benehmen Sie sich jetzt wie ein Mann. Und doch, so habe ich keine Angst, mein Captain. Nehmt ihr mir doch die Furcht, dem Eisgymnasten und trotzig mein Gesicht zu zeigen. Keine Träne feuchtet dies Antlitz. Kein kühler Schauer diesen geraden Rücken krümmt. Kein Wimpernschlag wohl zwischen mir und meinem grausgem Ende. So denn, du edler Neptun, so nimm uns auch wohl in dein nasses Reich. Uns wackre Seeleut, die voll der Demut nun zum letzten Male die Häupter neigen. Holger, das war gut. Ein ergreifender Appell an alle Werftbesitzer. Was bauen die auch so wenig Rettungsboote? Horst-Heinz Hildebrand, ich glaube, es wird Zeit, die vier zurückzuholen in die Show. Das geht jetzt nicht. Wie bitte? Ja, die 50-Mark-Scheine, von denen sind doch jetzt sicher nass. Ja, dann nehmen Sie Ihr Kleingeld oder was? Aber na gut, also, ihr werdet alle sehr müde. Ihr schlaft tief ein. Wenn ich jetzt bis drei zähle, seid ihr nicht mehr auf der Titanic. Doch bevor ich bis drei zähle, gebt ihr mir euer ganzes Kleingeld jetzt. Eine Mark von jedem. So kann ich nicht arbeiten. Ja, nun machen Sie mal hin. Nein, für 4 Mark hypnotisiere ich nicht. Nein. Bitte. Nein, mache ich nicht. Herr Hildebrand, bitte, ich tue nur eine drauf. Komm. So, jetzt. Na gut, ich will mal nicht zu sein. Sie werden alle ganz müde. Sie schlafen tief ein. Das hatten wir schon. Machen Sie voran. Der Heiner Bremer, der wartet mit dem Nachtjournal. Müssen Sie mich immer unterbrechen? Ja. Sie werden ganz müde. Sie werden ganz müde. Ihre Seele verlässt ihren Körper. 1, 2, 3, fertig. Kann ich die was fragen? Sicher. Ja. Wo sind Sie? Maschinenraum an Brücke. Wir haben ein Problem. Hildebrand, das haben Sie jetzt auch versemmelt. Die sind immer noch auf der Titanic. Ja, Sie mussten mich schließlich immer unterbrechen. Und jetzt? Computer-Logbuch der Enterprise. Sternenzeit 28637. Hier spricht Captain James T. Kirk. Wir haben ein Problem. Unser Maschinist Scotty sagte soeben... Maschinenraum an Brücke. Wir haben ein Problem. Brücke an Maschinenraum. Was ist los? Captain, der Warp-Antrieb arbeitet nicht richtig. Ich kann Sie nicht richtig verstehen, Maschinenraum. Okay, Captain? Weiter, Checkoff. Alpha-Raum Z133. Ah, oh Mist. Treffer versenkt, Captain. Hildebrand, Sie haben die in die Zukunft geschickt. Das ist mir wirklich peinlich. Nein, das ist fantastisch, das ist toll, das ist super, das ist TV Kaiser Show. Hallo, Captain Kirk, hier ist TV Kaiser. Captain, da ist so ein TV Kaiser. Uhura, auf den Schirm mit ihm. TV Kaiser, hier spricht Captain James T. Kirk. Ja, Captain Kirk, hier ist TV Kaiser. Wie geht's denn so? Na, geht so. Wir sind unterwegs in fernen Galaxien und finden den Zielbahnhof nicht. Tschüss, Chekhov, wir gehen auf Warp 2. Das geht nicht, Captain. Warum?
Ich weiß auch nicht, ich drücke die Knöpfe, aber es tut sich nichts, als wenn sie aus Luft wären. Verdammte Schlamperei. Krücke am Kantinenraum. Was ist los mit dem Warp-Antrieb? Wie drücke ich es am elegantesten aus? Die Drehkreuzdämpfer sind im Arsch. Hallo, ich bin's wieder, TV Kaiser von RTL. Captain, da ist wieder dieser Kaiser. Er sagt, er ist von RTL. Kann ich den mal was fragen? Ja, von mir aus. Hören Sie mal, meine Großmutter, die hat vor 200 Jahren bei ihrem RTL-Club einen Hans-Meiser-Kaffeeservice bestellt. Und das ist bis heute noch nicht angekommen. Oh, ja, das tut mir leid, aber ich leite das gerne weiter an die entsprechende Stelle, ja? Aber das könnte sich jetzt auch sparen. Die Frau ist seit 70 Jahren tot. Dr. Walter, können Sie irgendwas dazu sagen zu Reinkarnation, Rückführung? Walter kenne ich nicht. Mein Name ist Picard, Jean-Luc Picard. Dr. Picard, Walter... Captain Picard, so viel Zeit muss sein, junger Freund. Das fängt auch noch an zu spinnen. Ich bin völlig fertig. Was sagen Sie denn so dazu? Faszinierend. Dr. Picard, Walter, sagen Sie jetzt irgendwas, bitte. Nun, man kann das nicht verallgemeinern. So kenne ich Sie. Aber ich würde Captain Kirk raten, die Schutzschilde einzuschalten, denn nach meinen Berechnungen müssten wir jeden Augenblick damit rechnen, dass das Raumschiff angegriffen wird. Und mein Vater war ein Wanderbeamer und auch ich hab's im Atom. Wiedersehen. Wiederbeamen. Wir sind getroffen, Captain. Ach, was sagen Sie da, Chekhov? Ich dachte, Sie haben versucht, rückwärts einzuparken. Captain, die Klingonen greifen an. Oh Gott, Alarmstufe rot. Alle Schutzschilder aktivieren und alles auf Gefechtsstation. Captain Kirk, ich bin's wieder. Was ist auf den Schirm mit ihm? Ja, Captain, es ist spannend und auch interessant, aber Sie müssen die Frage auch nicht beantworten. Aber mich interessiert, wie funktioniert die Sache mit dem Beamen? Was Sie meinen, die Sache mit dem Beamen und den Blumen? Hm? Naja, wie früher. Die Blumen liegen unten. Und jetzt Ruhe. Wir werden gerade beschossen. Ja, das geht jetzt nicht. Ich glaube, wir haben einen Anrufer. Hallo? Ah, ja. Ja, hallo, hier ist TV Kaiser. Mach dich nackig, du Sau. Die Talkshow, wo voll gut ist. Talkshow? Ja. Kaiser? Mhm. Moment, ich komme gleich. Was ist Ihr Thema? Ja, bei uns geht es heute um Wiedergeburt. Wiedergeburt? Ja. Hoppla, da bin ich wieder gekommen. Oh, ich muss aufwischen. Legen. Tschüss. Tschüss, ja, das ist Fernsehen, das ist live. Kann man nichts machen. Zurück zur Enterprise. Captain Kirk. Jetzt nicht, wir melden uns später wieder. Chekhov, wie ist die Lage? Ein Photonentorpedo auf 3 Uhr, Captain. Es wird uns treffen. Gut, Vorsicht bei der Einfahrt. Vom Bahnsteig zurücktreten. Ausweichmanöver auf 3, 2, 1. Da ist noch ein Photonentorpedo. Auf 9 Uhr diesmal. Ach, 9 Uhr, 3 Uhr, ich sehe überhaupt nichts. Ausweichmanöver auf 3, 2, 1. Mann, sind die klasse, diese neue Swatch-Kollektion. Sogar mit echten Torpedos. Kakerlakenkot, was ist denn das? Das Heck ist getroffen, die Antriebsaggregate. Was ist passiert? Die Sauerstoffzufuhr ist abgeschnitten, Captain. Ist sonst alles in Ordnung? Der Computer ist nicht mehr unter Kontrolle. Ja, Himmel, Herrgott, was denn noch? Maschinenraum an Brücke, hier unten brennt. Kann ich nicht einmal eine rhetorische Frage stellen, ohne eine Katastrophenantwort zu bekommen? Captain, Captain, sehen Sie das Ding da auf dem Schirm? Ja. Was ist? Das ist ein Eisberg? Ein klingonischer Riese! Was kommt da auf die Besatzung der Enterprise zu? Wir werden es erleben. Wir haben die Klingonen nur dieses Riesenteil ins Studio geschafft. Kaiser, zieh dich aus. Die Frauen wollen immer nur das eine. Ja, dein Hemd. Mit dem Teil kannst du Eier abschrecken. Das geht doch gar nicht so weit runter. Im Ernst, Trixie, das Hemd macht mich reich und glücklich. Außerdem habe ich jetzt keine Zeit. Videobotschaft von Muttern. Kaiser, das ist das hässlichste, grässlichste, unmöglichste Hemd, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Mein lieber Sohn, was ich dir immer schon mal sagen wollte. Du trägst wirklich die hässlichsten, grässlichsten, unmöglichsten Kleider, die ich je gesehen habe. Trag doch wenigstens einen modischen Binder dazu und nimm die Hände aus den Taschen. Deine Mutter. Dein Tillmann. Deine Mutter wird mir immer sympathischer. Trixie, du solltest vielleicht Zahnmedizin studieren, dann adoptiert sie dich vielleicht. Ne? Okay, Kaiser. Wenn du mir auch nur einen Menschen zeigst, dem dieser Fetzen gefällt, dann kannst du ihn immer anziehen. Dr. Hoffler, Augenblick bitte. Wie finden Sie dieses Hemd?
Ich find's super. Aus unserer Reihe Neues aus der Altkleiner Sammlung sehen Sie heute TV Kaiser. Bitte ins Studio. Danke. Danke, Talk-Freunde. Da sind wir wieder zurück aus der Zukunft, live bei TV Kaiser. Die Besatzung der Enterprise ist in Gefahr. Etwas Großes kommt auf sie zu. Ein klingonischer Riesentorpedo. Scheiße! Hildebrand, wir haben genug Tote gehabt in der Show. Ich würde sagen, Sie holen die Leute jetzt wieder zurück hierher. Gern. Ihr konzentriert euch jetzt wieder auf meine Hasenscharte. Ihr werdet müde und schlaft ein. Der Torpedo. Oh Gott, wir werden alle sterben. Auch ich werde müde und voller Tief in mein Bewusstsein. Wenn ich jetzt bis drei zähle, seid ihr wieder in der TV-Kaiser-Show. Und alles ist wieder wie am Anfang der Show. Und ich bin in der Zukunft. Wie bitte? Eins, zwei, drei. Lieutenant Uhura, zweiter Gang rechts rüber und Vollgas. Und jetzt ab ins Weltall. Liebe Talk-Freunde, die Inder sind die Erfinder, die Mongolen haben es gestohlen und Erich Honecker wartet darauf. Ich spreche von der Reinkarnation. Mein Thema heute, Wiedergeburt oder hoppla, da bin ich wieder. Viele Menschen glauben, bitte. Timan Volker, dein erster Gast, dieser Hypnotiseur, dieser Hildebrand. Hildebrand, ja. Ja, der ist weg. Wie weg? Ja, der ist weg. Also, der soll jetzt kommen. Nein, der ist weg. Wir haben in der Garderobe nur einen Zettel gefunden. Warte mal. Habe mich in einen Uhura verliebt, bin mit ihm unterwegs in die Milchstraße. Tschüss. Ja, was mache ich jetzt? Ja, mach mal. Dr. Walter, was können Sie denn zur Wiedergeburt sagen? Das kann man nicht verallgemeinern. Aber generell gesehen sind Wiedergeburten schmerzhaft. Besonders für die Mutter. Ah ja. Sie sollten mal was gegen Pickel tun. Ja, dann wird es wohl die kürzeste Sendung, die das deutsche Fernsehen je hatte. Und alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich also jetzt nach vorne. Und Dr. Horfler. Ich könnte wieder sehen. Ich könnte wieder sehen. Blöde Brille. Viel man. Ja, nächsten Freitag ist unser Thema Kuscheltiere oder beim Dino macht sich im Bett immer so breit. Wir rechnen mit Ihnen. 2 und 2 ist 4 und jetzt alle.